Und weiter geht's hier bei der Viereckbeziehung mit eurem Krabbe und der inzwischen 19. Ausgabe von Final Fantasy I, Dawn of Souls. Beim letzten Mal sind wir ja schon mal so ein bisschen durch das Dungeon geschlichen. Und in diesem wundervollen, riesigen Wald sind wir jetzt. Und ich glaube, den schaffen wir in dieser Folge auch. Mal gucken. Oh, war da jemand Ach, Stefan. Hat er sich echt zum Ende der letzten Folge eine Vergiftung abgeholt und ich habe nicht drauf geachtet. Junge, mein Gott, ey. Mach doch nicht so eine Scheiße. So. Ist ein Grabstein. Ob wir da wohl was finden? Wer weiß, wer weiß. So, jetzt auf die Schnauze. Ein Hinterhalt. Mit vier... Warum auch nicht? Das schlimmstmögliche Szenario ist wieder eingetreten. Ein Hinterhalt mit vier von diesen Bastardviechern. Perfekt. Ich könnte kotzen, ohne Scheiß. Das Spiel will uns nur schikanieren. Na warte, du scheiß Wüstenskorpion, weg mit dir. So. Anscheinend gibt es hier nichts weiteres zu sehen. Grabstein, warum auch nicht? Ist halt nur ein Grabstein, steht nichts drauf. Wieder drei Giftspinnen. Na, Stefan, willst du dir wieder eine Vergiftung abholen? Oh, diesmal nicht. Ist ja auch mal was. Naja. Hier ist nichts. Ich glaube, da links war schon der Ausgang. Tatsächlich. Ja, da müssen wir jetzt nochmal zurückgehen. Ich weiß nicht, ob wir an einer Stelle nicht noch ein paar von den Gegnern haben, die so auf der Karte rumstehen. Ich glaube, da war noch was. Wir werden es ja sehen. Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm, dann haben wir halt noch ein bisschen gelevelt. Das braucht die Truppe auf jeden Fall. Angriffsvorteil, endlich. Aber das sind ja auch nur drei. Wären es jetzt vier, dann wäre es wieder ein Hinterhalt. Und weggeklatscht. Schön, schön. Ich weiß nicht, irgendwie gefällt mir das Korallschwert nicht, auch wenn das, was der Basti trägt, auch wenn das schadenstechnisch etwas höher eingestuft ist. Mal den Wolf-Töter benutzen. Ja, benutzt mal den Wolf-Töter. So, wieder drei von der Sorte. Ha, daneben. Und im Gegenzug kriegst du eine geklatscht. So gefällt mir das. Und Moment. Der Basti bekommt mal drei Potions. Der Maxi bekommt eine. Der Flo bekommt eine. Der Stefan bekommt auch mal eine. Und wieder drei Wüstenskorpione. Und nur noch zwei Wüstenskorpione. Und nur noch ein Wüstenskorpion. Und keiner mehr. Oder behält der Basti doch die eine Waffe? Komm, halt doch mal das Korallschwert. Sieht zwar optisch nicht so schön aus, aber... Oh, drei von der Sorte. Vier. So viel zum Thema Zählen. Ja, nur ein Schaden, Versagervieh. Acht Schaden, auch nicht gerade viel. Jo. Könnten ruhig noch ein paar Potions rauskloppen, die Gegner. Vielleicht hat der ja eine Potion für uns. Anscheinend nicht. Jetzt gehen wir nochmal hier entlang.
Und wenn wir da entlang gegangen sind, dann haben wir, glaube ich, auch alles. Dann kann es runtergehen in die nächste Etage. So, genau hier. Ach, hier war nichts. Das war das, was wir von der anderen Seite aus gesehen haben. Na, schwimmen wollen die auch nicht. Schade. Dann halt zurück. Ja, nur einen Schadenspunkt gemacht, Versager. Geldtechnisch 190.000, schön, schön. Und leveltechnisch Erfahrung, nächstes 5613, 4400, 3800, okay. Das könnte ja sogar noch klappen, dass die 34 werden. Ach, wieder vier Wüstenskorpione. Wie viel bringen die eigentlich? Ach, wie unnötig das jetzt war. Mann, Mann, Mann. Aua. Oh, aua, weg. 250 bringen die auch nur. Ganz schön enttäuschend. Ach, hier war ja gar nicht der Weg. Kommen die auf dem Feld immer? Das muss ich gleich mal ausprobieren. Ist ja auch so Felder, auf denen sicher die Viecher kommen. Schauen wir mal. Einer hat's überlebt, der darf jetzt dran glauben. Und tschüss. Nee. Das hätte mich jetzt auch echt gewundert. Eine Giftspinne. Tja, daneben. Keine Giftspinne. Und auf geht's. So. Schwarzgoblins. Vier Stück. Aber nicht mehr lange. So. Eine Potion, das gefällt mir. Im Angriffsvorteil, das gefällt mir noch viel besser. Ach, wie sieht's aus? 4000, 3000, 2000. Moment. Das dauert ja noch ganz schön lang. Schade. Ach. Gehen wir mal ganz oft um den Grabstein. Knochenritter, vielleicht passiert da nur was. Aua. Arme Flo. Nee, da passiert nichts, das lassen wir, das Spielchen. So. Das technisch geben halt alle nicht viel EP. So. HDR, der fünfte ist unter Geschoss. Ja, hier ist die Gegend. Okay. Erstmal kriegt jetzt jeder Potion, 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 Potion. So, hier sind Gegner, die kloppen rein. Das müssen wir sowieso schauen, weil ich nicht mehr genau weiß, welcher Gegner wo ist. Oh, der Basti ist sogar schon fit, das gefällt mir. Oh. Jetzt noch der Stefan eine. Aber jetzt sind sie alle fit. Und wir haben noch 14 Stück, perfekt. Speichern wir das Ganze einmal. So. Ich glaube, auf der linken Seite sind die Gegner, die vielleicht hinhauen könnten. Und hier sind die üblen. Gehen wir erstmal hier rein. Bis hier und nicht weiter.
echt nieder. Ja, ich glaube, das war eins der Viecher, was übel ist. Schauen wir mal. Normaler Angriff. Normaler Angriff. Mumm. Steigert den Angriff. Machen wir erstmal Mumm auf Maxi. Der kloppt gerne den. Der kloppt gerne den kritischen Damage raus, von daher. Was machst du denn mal? In weiser Voraussicht schon mal Heilrad? Oder erstmal Ausweichfähigkeit. Ja, wie man sieht, man macht hier nicht viel Schaden. Außer der Maxi. So, dann bitte einmal Mumm auf den Stefan. Und der Flo, der setzt jetzt sicherheitshalber. Wobei Heilra kostet mehr. Vitra ist aber auch unsinnig. Setz mal Vitra ein. Schön, schön. Oh oh. Ja. Super. Das lief ja ganz gut. Dann. Also, wie wir sehen, der kann uns one-hitten. Mit seinem Erdbeben. Und nochmal Erdbeben. Ach, daneben. Aber wir sollten uns nicht zu früh freuen. So. Riskieren was. Ja. Der Maxi bekommt mal wieder Mumm und der Maxi bekommt Vigra. Oh oh, das könnte es gewesen sein. Also wie. Normaler Angriff. Phönixfeder auf den Maxi. Und Erdbeben. Und da war es nur noch der Flo. Ja, ich glaube, hierfür sind wir noch nicht geeignet. Aber man kann ja trotzdem noch probieren, was möglich ist. Exitus. Ja, daneben. So, Herr Maxi hat leider nichts Magisches. Dann. Wir haben noch zwei Phönixfedern. Das klappt, glaube ich, nicht. Oh oh. Leer. Ja. Immerhin, der Basti steht jetzt wieder. Der Basti könnte mal auf sich. Ja, erstmal Mumm. Und der Flo darf mal auf ihn Vigra wirken. So. Angriff und. Vigra, nee. Erstmal die letzte Phönixfeder für Maxi. Oh oh. So, Angriff. Und Protess und. Oh oh. Das kann echt noch was werden. Ich glaube nicht, dass es uns gelingen wird, aber vielleicht klappt es ja doch. So, Mumm auf den Maxi und wie Heira. Genau. Oh, Erdbeben. Und daneben, Gott sei Dank. Immerhin, so ein bisschen hält sich die Truppe.
gnadenlos unterlegen sind wir also doch nicht. Angriff, komm, Hast. Und nochmal Heilerer. Ab daneben. Und Hast. Angriff und... So. Mumm müsste noch wirken. Dann setz doch mal auf dich auch Hast ein. Basti. Und... Wie sieht's aus mit der HP der Truppe? Die ist in Ordnung. Dann zählt jetzt jeder Angriff. 251, schön. Bitte kein Erdbeben. Das könnte es jetzt gewesen. Gott sei Dank. Angriff, Angriff. Und. Link, ich weiß nicht, wie lange das wirkt. Setze sich jetzt aber nochmal auf dich ein. Immerhin. Angriff. Hast du noch irgendwas im Angebot gemacht? Das wirkt sich ja wieder nicht. Bringt die Ausweichfähigkeit. Ich weiß jetzt auch nicht. Weil das könnte auch ein maritiner Gegner sein. Also lieber angreifen. Und HP-technisch? Ja, komm, setzen wir einmal Heilra ein. Hey! Hoffentlich setzt er nicht Erdbeben ein. Wobei Flair wäre auch übel. Exitus. Oh nein, 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 nein. Fuck. Oh, scheiße. Eigentlich will ich das jetzt auch schon gar nicht mehr gewinnen. Wobei wir werden es sowieso nicht gewinnen. Weil... Der... Maxi dann... Und der Stefan halt auch nicht, aber... Der Stefan ist ja sowieso schon länger tot, keine Erfahrung bekommen. Setz mal Vitra auf dich selbst ein. Oh oh. 200 immerhin. Das machen wir jetzt nochmal Vollgas probieren, vielleicht bringt es ja doch was. Gegen so einen Wassergegner. Vielleicht erhitzt ihn das so sehr. Keine Ahnung. Na, also wenn er jetzt nochmal Flair ansitzt, dann sind wir weg vom Fenster. 65, ja supi. Erdbeben, das könnte es jetzt auch gewesen sein. Nee, daneben. Angriff und... Nochmal Heira. Ach Mann, ey. Oh, 272, schön, schön. Angriff und Heilra. Erdbeben. Im Basti-Feld war es das. Ja, das ist. Also die Nummer. Das wird jetzt nichts mehr. Erdbeben. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, um den zu besiegen, brauchen wir echt irgendwas, was Erdbeben, was den Tod dadurch verhindert. Wenn es denn da was gibt, ich weiß es echt nicht mehr. Aber ich glaube schon, da gibt es später irgendwelche Ringe. Die zumindest die Wahrscheinlichkeit verringern. So. Das kann ja noch witzig werden. Immerhin. Ist das ordentlich klapptig, das... Okay. Das ist so ein bisschen lächerlich. Okay, Flair, das dürfte es gewesen sein. Komm, riskieren wir noch einen Angriff. Na, was ist das jetzt? Nee, wieder daneben. Ich heil jetzt aber, oder heil, nee, ich heil nicht. Ja, dann was ist das jetzt? Ja. Jetzt sind wir wieder oben, aber... Moment.
Ich will nicht speichern, ich würde das gerne laden. Moment. Wie machen wir das denn jetzt? Ich guck jetzt mal schnell, das muss ich dann halt rauscutten. So, und alles wieder. Ja. Dann, wie gesagt, der ist noch zu übel. Dann. Ich glaube, das hier war der Schlimmste überhaupt. Wir können ja mal trotzdem hingehen, aber ich glaube, der war der Schlimmste. Ja, da ist doch schon eine Truhe, das ist schon verdächtig. Ariman. Ja. Dann Angriff. Mumm. Und sicherheitshalber schon mal Heilra. Erdbeben. Ja, perfekt. Nee, komm, jetzt machen wir normale Angriffe. Ja, der sitzt doch wieder rein. Oh Gott. Ja, das war der heftigste hier in dem Dungeon. So, Feuerpons. Oh je. Ja. Also für die beiden da müssen wir später nochmal durch das Dungeon. Was soll's? So ist das halt. Und da wurde die Truppe geklatscht. Und Zeit für den nächsten Cut. Oh, und da sind wir wieder. So, und jetzt gehen wir mal zu dem da hinten hin. Der könnte da sogar was werden. Ich weiß jetzt nicht, ob's der Drache oder der Cerberus war. Der Drache. Schauen wir mal, das könnte was werden. Erstmal Mumm auf den Maxi. Dann Blink auf dich. Alter! Da klappt er mir direkt auf den Heiler, der Scheißdrache. So, Hast auf den Maxi und ich war auf dich, Flo. Oh ja, das wird jetzt echt eine Nummer. Leicht wird das auch nicht. Aber ich bin zuversichtlich, dass das jetzt mal klappen könnte. 473, boah. So, komm, Mumm auf den Stefan und Vikra auf den Stefan. Und Vikra auf den Stefan. Oh je. Angriff. No risk, no fun. Vikra auf den Stefan. 136, immerhin. Oh ja, perfekt. Oh oh. Aber immerhin, unsere beiden Damage-Dealer hat der Basti gebufft. Jetzt muss er nur auf sich selbst achten. Und dafür kriegt er jetzt auch einen Vigra. 141, schön. Oh oh, jetzt das. Scheiße! Da liegt der Basti. Phoenixfeder. Ja, nur 262, du Versager. Oh. Weiter draufkloppen, das kann was werden. Das kann was werden. Rotes auf sich und wir müssen es riskieren. Jetzt ist erstmal die Heilung vom. Wobei. Machen wir einmal Heilra.
So, der Basti ist geschützt. Jetzt kriegen alle ein bisschen Heilung. Jetzt greift der Stefan an, der Maxi greift wieder an. Der Basti legt jetzt auch mal Mumm auf sich selbst. Dann Rita oder Moment, nee, der Basti, der wirkt jetzt Protest auf den Maxi. Und der Flo halt den Basti. Ach, daneben. Und jetzt wird der Maxi noch mehr gebufft. So, Ligra. Angriff, Angriff. Und jetzt Mumm auf dich selbst, Basti. Und sicherheitshalber Heilra auf alle. Oh! Ja, sieh mal einer an. Wer fällt denn da? Weisheitsrobe. So, Weisheitsrobe, die ist doch bestimmt was für den Floor. Oder? Weisheitsrobe, ja. Erhöht die Abwehr. Perfekt. So, und jetzt kommen wir nämlich hier raus. Ja, zurück zur Erdoberfläche. Wobei wir hätten... Ach ja, wir hätten auch noch den anderen probieren können. Naja, jetzt sind wir draußen, auch egal. Würde ich sagen, war's das jetzt auch für diese Episode, bei der ich ein bisschen cutten muss. Sowas Doofes. Naja, macht's gut.